gefangen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt Sie? Das hier ist Wagen! Sie meinen Befehl zu widersetzen! So weit ist das also gekommen. Das Militär hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbluten... Ist das Feiglinge! Verräter und Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Schmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert! Es hat mich jeden nur erfüllt, Widerstand in den Weg gelegt! Ich hätte gut daran getan! Von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut. Bitte, gerne. Jetzt beruhig dich doch. Das kann der Führer nicht im Ernst gesagt haben, dass er sie erschießen will. Denn als unsere Partei gerade 7 Mann hoch war, brach sie schon 2 Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Das deutsche Volk ist glücklich in dem Bewusstsein, dass die ewige Flucht der Erscheinungen nunmehr endgültig abgelöst wurde von einem ruhenden Pol. Der sich als Träger seines besten Blutes fühlen und dieses Wissen zur Führung der Nation erhoben hat und entschlossen ist, wahrzunehmen und nicht mehr abzugeben.